jeden Morgen so mein Ritual. Jetzt mache ich mir gerade mein Porridge mit viel Obst und Datteln und Pflaumen. Und es gehört auch Sport dazu natürlich und kalt duschen. Also dieses kalt duschen kostet mir richtig Überwindung und da trainiere ich so richtig meinen Willensmuskel. Und ich weiß, es gibt ganz viele Menschen, die ihren Willensmuskel trainieren, damit sie mit dem Willen Dinge durchsetzen. Aber bei mir nutzt es gar nichts. Und es gibt Menschen, die sind mit dem Willen gar nicht so definiert, als dass ihnen das was bringen würde. Also natürlich bringt es was, wenn man was mit Willen durchsetzt. Aber so wie ich, also mit dem Basiston F in der Stimme, das ist eine bestimmte Frequenz, die halt durch den Körper fließt, dann bin ich eben eher in der Intuition zu Hause. Ja? Es gibt Menschentypen, so wie F, Fis, G, die sind eher in der Intuition stark. Das heißt, mir nutzt es gar nichts, wenn ich etwas will. Ja? Und ich will das jetzt durchsetzen. Das ist nur schwer, schwierig, dauert irre lang und braucht ganz viel Körperkraft. Wenn ich nach meiner Konstitution gehe, also in, was mein Basiston, also nicht, was mein Entspannungston ist in der Stimme, dann bin ich in der Intuition. Das heißt, mir fällt alles leicht, wenn ich auf einen Impuls warte und dann intuitiv spüre aus dem Bauch heraus, ja, das ist es, und dann gehe ich in die Handlung. Auch haben Grundton F-Menschen immer so eine Welle. Also da geht es rauf in die Euphorie, da trifft man keine Entscheidungen, euphorische Entscheidungen kosten meistens viel Geld und bringen nicht viel. Dann geht es runter ins Tief, wenn man im Tief ist, dann entscheidet man auch besser nicht. Ja? Also abwarten, bis die Welle fertig ist, und wenn du aus dem Tief herauskommst, wenn du ein Grundton-Typ F bist, dann ist genau der Moment, wo du handelst und wo es dann flutscht, wo du quasi so im Flow bist. Und das sind einfach die Frequenzen, die dir vom Leben geschenkt wurden, oder im Nada Brahma sagt man, jeder Mensch hat seinen eigenen Grundton oder eben seinen Entspannungston in der Stimme. Und wenn dieser Entspannungston da ist, dann stimmt die Frequenz im Körper, in den Zellen, und dann bist du im Flow. Und A-Typen zum Beispiel, also wir sind wirklich in der Oktave, Grundton Menschen A, die sind eher beim Willen zu Hause. Ja? Also mir nutzt das nichts, den Willensmuskel mit meiner kalten Dusche zu trainieren. Natürlich nutzt es etwas, aber ich komme dadurch nicht schneller an meine Ziele und auch so schon gar nicht leichter. Aber dann gibt es ja noch eine zweite Variante aus dem Mentaltraining heraus, wenn ich meinen Verstand oder mein Ego-Verstand, besser gesagt, beherrschen ist das falsche Wort, leiten möchte. Also nicht so, dass ich vom Verstand und vom Ego geleitet werde, sondern umgekehrt, dann muss ich meinem Verstand erzählen, was mich glücklich macht. Und wenn ich mir vornehme, kalt zu duschen und ich tue es dann nicht, macht mich das nicht glücklich. Ne? Und das kennen wir ja im Beruf. Ich nehme mir vor, meine Kunden anzurufen. Ich nehme mir vor, das und das zu tun. Ich tue es nicht, das macht mich unglücklich. Und wenn ich meinem Verstand erzähle, okay, ich gehe jetzt kalt duschen, weil das macht mich glücklich, weil ich dann eine Umsetzerin bin. Und das ist der Unterschied zwischen Willen durchsetzen und etwas umsetzen im Leben. Ja, ich bin eine Umsetzerin als Ton F, eine intuitive Umsetzerin. Und das sind die Unterschiede. Und das ist wichtig, wir können nicht einfach alles sagen, wir müssen unseren Willensmuskel trainieren. Ja? Weil ein Grundton Typen F Menschen ist das nicht so sehr eine große Hilfe. Ja? Grundton Typen F Menschen sollten eher in die Intuition gehen, mit der Intention in Intuition, nicht so schnell sprechen, mit der Intuition arbeiten und die trainieren, um schneller, besser und vor allem leichter, ja, vorwärts zu kommen. Also,
Wenn dich das Thema interessiert mit den Tönen und der Charakteristika, dann abonniere den Kanal hier. Es gibt jetzt laufend diese Informationen über die Töne und deren Persönlichkeitsmerkmale, aber bitte analysiere dich nicht aufgrund eines Tons, denn wir haben ja alle 12 Töne in uns. Das heißt, mein Grundton, der steht wie der Fels in der Brandung da.